So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Doom. Ja, wir sind immer noch in der dritten Episode in Mount Abarus, heißt der, glaube ich. Dieser Berg, und das ist das sechste Level der dritten Episode. Und ja, ich hoffe, wir finden hier irgendwann einen Ausgang. Okay, anscheinend können wir nicht mehr raus. Das wäre jetzt aber blöd. Ja, ich muss hier irgendwo theoretisch zumindest eine Tür sein. Ich glaube kaum, dass man hier eingesperrt wird. Oder ich habe gerade tierisch versagt. Okay, ich habe hier so ein Imprum schlürfen hören. Aber ja, irgendwie, ich kann hier keine Wand irgendwo was benutzen. Oh, guck mal, hier ist die Kettensäge. Wow, ich bin grad. Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier und wow. Das war der blaue Schlüssel, das ist schön. Ich kann mich jetzt gerade spontan nicht daran erinnern, wo die blaue Tür gewesen ist, falls wir sie schon entdeckt hatten. Aber ja, Schlüssel braucht man natürlich immer. Wow. Oh. Koka-Demons. Na. So. Boah, so viele Schüsse an denen schon verballert. Das ist, wenn man nicht vernünftig zielt. So, Medipack. Immer her damit. Okay, hat das jetzt was gebracht? Ah, jetzt kommen wir hier raus. Schön. Schnell auch den Imp abgeknallt. Oh, mehr Koka-Demons. Und ein Mega-Herr. Da war auch irgendwo noch über der Lava irgendwo ein Schutzanzug. Na komm. Geerbt. Okay. Naja, das Mega-Herr hätte man natürlich gerne. War irgendwo auch ein Schutzanzug. Ich nehme an, mit dem kann man über die Lava latschen. Oder man geht einfach hier rüber und holt sich hier die Shotgun und so. Oder die Unverwundbarkeit. Das geht auch. Und dann kriegt man hier das Mega Health. Das ist ja schön. Ja. Wir machen weiter, wir machen weiter. Und ich hoffe, wir finden auch hier zum Ausgang des Levels. Ah, da ist nämlich der Schutzanzug. Genau den meinte ich. Den holen wir uns auch mal. Hier sind übrigens auch mehrere Schutzanzüge, sehe ich gerade. Hier ist nämlich auch noch einer. Und hier ist auch eine Karte, die liegt. So. Karte hat jetzt aber nicht. Die Karte hat jetzt aber nicht so viel gebracht irgendwie. Kein bisschen schlauer als vorher. Aber, oh. Hier können wir mal Rüstung mitnehmen. Ah, da haben wir noch mehr Gegner, das ist doch schön. Na. So. Aha, aha, aha. Also hier waren wir schon. Ja. Hier waren wir leider schon. Das heißt, hier, das bringt uns auch nicht sonderlich weiter. Da kommen wir nicht her. Das ist doof. Jetzt sind wir mal raus. Ich will hier raus. So. Ach komm, scheiß drauf. Ah, wir sind sogar ohne Schaden zu nehmen durch. Komm. Ah, da unten sind Pinky Demons in ihrer unsichtbaren Form. So, sind beide tot. Oh, schön. Ich finde die. Ah, schön, die Plasma Gun. Das ist ja cool. Dann wollen wir die doch mal direkt einsetzen. Ah, die ist einfach nur herrlich, diese Waffe. Auf jeden Fall. Ich glaube, du meinst, das ist auch wirklich die stärkste Waffe.
Weil die BFG gibt's oder gab's hier, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt haben wir hier noch auf der anderen Seite auch noch einen Teleporter. Okay. Was auch immer er gemacht hat. Ich werde es nie erfahren. Ah, hier ist noch eine Tür. Das war mein Secret. Okay, dann gehe ich mal wieder hier raus, wenn es ein bisschen Secrets gibt. Ja. Also ich kann ja auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine blaue Tür gesehen zu haben. Geschweige denn irgendwas. Ja. Wo ich noch nicht war. Also hier waren die Secrets. Was ist das denn da? Ich gehe einfach mal rüber. Okay, die AP brauche ich nicht. Ich habe ja über 100%. Ah, okay. Wow. Okay. Das ist schön. Ich fürchte, hier geht's auch nicht sonderlich weiter. Abgesehen von irgendwelchen komischen Teleportern. Die haben aber auch irgendwie nichts nützen. Okay. Diese Augen hier finde ich übrigens sehr creepy. Sehr creepy. Gucken, was hier noch ist. Aus. Ah, okay. Das muss man natürlich erstmal rausfinden. Ja, gut, haben wir das Level geschafft. Und. Wow. Machen weiter. Wir sind wie gesagt in der Hölle. Das ist jetzt, glaube ich, schon Level Nummer 7. Oh, das sieht aber links sehr bedroht. Oh, ganz viele Pinkies. So. Mit Pinkies habe ich ein Rezept. Und das heißt Chain Gun. So. Auch sehr interessante Musik mal wieder hier. Ja, ich finde diese MIDI-Stücke irgendwie cool. Heute haben die aber ein bisschen unfreiwillig etwas Komisches, muss ich sagen. Die wirken manchmal echt. Ein bisschen komisch. Okay, hier ist die rote Tür. Okay, dann wissen wir das schon mal. Sollten wir einen roten Schlüssel finden. Ach, ist schon mal gut. So. Ah, ein blauer Schlüssel. Ich hätte jetzt eigentlich eher so auf den roten gehofft, aber gut. Okay. Ich weiß nicht drauf. Das sieht nämlich aus wie wieder so ein Kanal. Boden, der Schaden austeilt. Aber mehr Pinkies. Aber mittlerweile haben wir das Munitionsproblem ja auch im Griff. Und dann ist das nicht mehr so schlimm. Also am Anfang der Episode sah das hier noch ganz anders aus. Da, ja, war Munition ein sehr rares Gut. Oh, das ist sogar ein Secret. Das ist ja schön. Irgendwie mehr Pinkies grunzen. Okay. Das ist ein Schalter. Wo es irgendwie nicht ersichtlich ist, was der bewirkt hat. Ich glaube, wir gehen besser nochmal in den großen zentralen Raum. Genau hier. Wow! Okay. Sie könnten sich auch mal ankündigen. Schlimm. Na komm. Packen wir die dicken Wummen aus. Für die man eh immer viel zu wenig Munition hat. So. Dann gehen wir mal weiter. Hier. Fleisch gut abgehangen, so wie es aussieht. Munitionsrucksack, das ist schön, brauchen wir aber nicht mehr, weil wir schon lange einen gefunden haben. Ah, hier ist die blaue Tür.
Das Level hier sieht übrigens sehr finster aus, finde ich. Aber cool. Auf jeden Fall cool. Okay, wir kommen jetzt darüber. Da ist da vielleicht hier irgendwo unten ein Schalter und man muss nur schnell sein. Ach nö. Geh weg. Okay. So, komm. Mein Boss, der Cyberdemon, ist davon auch schnell gestorben. Ja. Jetzt geht die Wand nicht mehr hoch oder runter oder was. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder den Schalter betätigen. So sieht's aus. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Ich krieg noch ein paar Energiezellen. Okay. Jetzt kommen wir hier hin. Wir haben nur leider keinen gelben Schlüssel. Rot. Rot bräuchten wir jetzt. Okay, damit haben wir jetzt schon zwei rote Türen gefunden. Aber hier auf der anderen Seite ist noch eine blaue. Das ist schön. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja hier den gelben Schlüssel. Oh. So. Ist tot. Ich find's schön, jetzt hat man auch mal vernünftig Munition für die Plasma Gun. Ich finde das wirklich die coolste Waffe in diesem Spiel. Sieht cool aus und hat einen coolen Sound. Und macht super viel Schaden. Aha. Okay, ja. Dann kann ich wohl nur hier runter. Okay. Ja. Schönes Labyrinth. Durch den Teleporter gehe ich besser noch nicht. Okay. Was auch immer. Oh. Ja, das hat uns nicht so viel gebracht. Das ist sogar sehr schlecht, weil wir jetzt wieder zu dem zentralen Raum müssen und wieder durch die Tür und alles und währenddessen der Schutzanzug abläuft. Jetzt zieht die Tür zu. Das wäre nicht so gut. Ah ne, hier geht's zu den blauen Türen. Ah, hier. Genau, hier links war das. Okay, jetzt kommen wir hier. Ja, da sind wir wieder. Wunderbar, wunderbar. Alles wunderbar. Jetzt ist die Frage, wo man noch nicht war. Oh, es reimt sich. Ich sollte vielleicht dichter werden. Und dichtender Gamer werden. Aber es gibt auf dieser Welt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Von daher würde ich da, glaube ich, nicht mal in die Nische besetzen. So. Okay, jetzt auch nicht weiter. Ich war ja, glaube ich, schon überall, kann das sein? Hier. Okay, da gibt es Raketen. Hier geht's auch nicht weiter. Doch hier. Hier ist noch ein Gegner. Ein Secret. Die BFG, stimmt, die gibt's ja doch. Sorry, ich hab, glaube ich, eben das Gegenteil behauptet, dass es hier keine BFG gäbe. Aber es gibt sie hier doch. Ja. Ich muss aber da auch nochmal. Hier gab's ja noch die andere rote Tür. Da gehe ich nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Hier. Jetzt hier rechts rum. Und genau, gucken wir, was mit der war. Das ist ein Teleporter. Wofür ich allerdings auch einen gelben Schlüssel wieder brauche. Den ich auch nicht habe. Wie dem auch sei, ich weiß jetzt leider absolut nicht, wie lange ich schon aufnehme. Würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Und sag schon mal danke fürs Zuschauen, wenn es jetzt ein etwas kürzerer Part gewesen ist. Da tut mir das leid, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie lange ich aufnehme. Und sag schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, du!